Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich ein Pferd kaufen. Und zwar dieses Süße hier, das Jawikische Wildpferd. Mir fehlt nur noch ein Name und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe mir jetzt dieses süße Ding gekauft und es ist wirklich süß. Ich finde es so süß. Ich weiß nicht, wie oft ich noch süß sagen werde, aber es ist süß und ich werde es noch süß mal sagen. Ja, ihr seht jetzt, wie ich es abhole. Also wie ich es anschaue. Ich mache jetzt gleich Abholservice und dann zeige ich euch das gute Stückchen. Stückchen Zucker. Ich habe überlegt, ich werde das Ganze doch kommentieren. Ja, ich habe jetzt Abholservice gemacht. Irgendwie, wenn ich ein Video drehe, dauert das immer doppelt so lang, der Abholservice. Keine Ahnung, wieso. Ja, ich finde das so süß, wie es sich hinlegt. Es ist jetzt schon eine Woche her. Ja, meine Starcoins. 2992.
immer noch voll viel, aber ich spare jetzt lange. Außer es kommen Umbra und Eiler. Ich liebe diese Urpferde, ich will auf jeden Fall dann Umbra kaufen. Weil ich finde, diese Urpferde, die sind so hübsch gemacht. Das sind, also Andalusier allgemein sind mega hübsch. Und vor allem noch Umbra in dieser Farbe, das ist mega krass. Ja, hier fliegt mein. Hier Jochen der Rochen, mein Panda Ray rum. So. Hier. Seht ihr aus dem letzten Video? Oder vorletzten Video? Weiß gerade gar nicht. Den guten Runrunner. Und hier ist auch. Habe ich ihn nochmal genannt? Wild Dream. Das gute Stückchen. Schokolade. Oh Gott. Ich habe so viel im Inventar, ich weiß. Oh Gott. Oh, und die Pferde sind auch nicht gerade gut gelaunt. Neben Wild Dreams with Magic. Ich kann euch bald mal die neue Reihe, die ich gemacht habe, vorstellen. Weil ich habe jetzt meinen Stall erneuert, quasi. Kann man das überhaupt? Naja, eher die Pferde umsortiert und alles ein bisschen umgeräumt. Und ja, wir werden jetzt auch noch ein Outfit raussuchen. Ich dachte an ein rotes und ja. Ich gehe übrigens gleich noch nach Jorvik City, denn ich finde nichts Rotes. Und wir kaufen uns was. Das heißt RIP Star Coins. Ja, ich weiß. Wir gehen dann jetzt hier hin. Ich finde das Ganze sehr süß. Das Pferd und das Outfit, was ich geholt habe. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich groß sagen soll. So. Ich tue jetzt so synchronisieren. Oh mein Gott, ich finde dieses Pferd so cool. Oder hüpfen andere rum. Okay, ich höre auf. Nee, aber ich finde dieses Hüpfen mega geil. Und ich möchte noch nicht zu viel spoilern. Weil. Wieso? Wieso mache ich nichts? Ach, jetzt. Ich möchte noch nicht zu viel spoilern. Und da spoil ich. Da spoil ich genau. Nee, da spoile ich. Nein, wie nennt man das? Hashtag gute Deutsch. Wow. Ich will nicht spoilern. Jetzt zeige ich nochmal die Frisuren, die es gibt, die ich mega kacke finde bei diesem Pferd. Vor allem diese. Sieht zwar kuschelig aus, aber ich finde die anderen besser. Was ich schlecht beim Steigen finde, dass die Mähne so richtig aneinander klebt. Das heißt, sie wackelt so krass, aber sie ist trotzdem irgendwie aneinander geklebt. Irgendwie. Ich bin zu faul, um zu reiten, deswegen nehme ich Transporter. Ja. Ja, also. Was muss ich noch sagen? Erstmal vielen, vielen Dank für die 100 Abonnenten. Mittlerweile sind es schon 104. Ich bin happy. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch ein Abo-Special machen. Ein Stream, den kündige aber ich noch an. Ja, und vielen Dank, dass dieses Epona-Video so viele Aufrufe hat. Ich finde das so krass. Ich habe doch nur mit schlechter Qualität ein Video aufgenommen und gesagt, wie man da hinkommt. Ich mache das Ganze nochmal bald in besserer Qualität. Und ich werde auch mehrere Formate machen, wie ich in dieses Gebiet gekommen bin. Zum Beispiel Silverglade oder Morland, genau. Nee, Fort Pinter, etc. etc. Ja, dazu werde ich auch noch ein Video ma Videos machen. Ja, jetzt bin ich auch schon, oder bin ich da im Video auch schon im Laden. Ich gehe in den Reiterladen. Ich benutze auch diesen Pulli, dieses Outfit für meinen Reiter. Nur die Satteldecke ändert sich, weil ich nicht so viel Starcoins ausgeben möchte und dieses Pferd eh keine Gamaschen tragen kann. Von daher, ja. Und außerdem mag ich den Sattel eh. Da suche ich gerade dieses Teil da.
wollte ich die Farbe Rot nehmen, aber das ist anscheinend nicht rot. Ich verstehe es nicht. Da steht einfach, dass es nicht rot ist. Wenn ihr sie im Video seht, dann sagt mir mal, wo. Das ist da nicht. Da ist nichts da, diese diese Satteldecke. Ist es bei braun oder so? Das ist doch eigentlich rot. Wahrscheinlich ist es braun oder beige. Gehe ich nochmal raus. Und dann wollte ich im Globi nachschauen, ob sie gibt. Ob es die gibt. Wow. Aber das gibt sie auch nicht. Also, ja. Da check ich gerade, ich hätte doch drin in den Globi gehen können. Und was mache ich da jetzt? Was mache ich da? Komm, geh wieder rein. Star Stable Geburtstag ist weg. Och Manu, ich würde am liebsten Star Stables Geburtstag weiter feiern. Oh nein, da wollte ich in den Shop gehen, der mit diesen Einhörnern übertrieben ist. Aber da habe ich selber gemerkt, da sind eh nur diese Einhorn-Kuscheltiere, diese hellen, strahlenden, neonfarbenen Sachen so. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe doch lieber unten nochmal schauen, ob es da wirklich ist. Weil es kann ja auch sein, dass ich es vielleicht übersehen habe oder so. Ja. Also, ja. Oh Gott, dieses Video wäre wieder so komisch. Schreibt mir mal in die Kommentare ein paar Fragen, damit ich die beantworten kann. Ich sammle die Fragen nämlich. Und unter einem Video hat mich mal eine gefragt. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Oder bist du ein Mädchen? Was denkt man sich denn dabei? Diese Stimme klingt wie ein Junge, oder wie? Oder ich ziehe mich auch so an wie ein Junge, anscheinend. Nee, also ich bin ein Mädchen natürlich. Wer hätte es gedacht? Ja. So, da habe ich sie gefunden, bei Satteldecken. Gleich hier. Wie heißt sie? Im iberischen Style. Wow. So, ich wollte die Gamaschen auch holen. Aber da gibt es irgendwie keine Gamaschen, die in der Farbe sind. Ja. So, da gehe ich auch raus. Wie findet es ihr eigentlich, wenn ich so ein bisschen kommentiere, so hinter dem Video, wenn ich beim Video nicht rede? Oder soll ich einfach Musik einblenden? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe übrigens vorgenommen als Abo-Special, dass ich jeden Mittwoch, keine Ahnung wie viel Uhr, immer, keine Ahnung, immer einfach so ein Video hochlade. Ich werde es einfach nur schneiden. Also drehen, schneiden und einfach irgendwann hochladen. So ein Mittwochs-Update. Am Mittwoch natürlich. Und ja, soweit ich weiß, kommentieren. Also, was das neue Update so ist. Wie zum Beispiel Pferde kaufen, was auch immer. Hier geht es auch los. Mit den Gangarten. Der Schritt. Ich finde ihn ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil der Kopf so rumwackelt wie noch was. Ich merke gerade, das hängt mega. Aber das Star Stable hat doch geleckt. Von daher ist es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich finde, das ist mega gewöhnungsbedürftig. Der Trab mega auch. Aber ich finde es von den Beinen her mega hübsch. Weil die Beine sich einfach so schön bewegen. Und hier wollte ich wieder runterlaufen. Was ich noch mache. Bei diesen hier sieht es auch hübsch aus, so ein bisschen. Aber da finde ich den Kopf, ehrlich gesagt, hätte mehr ein bisschen Bewegung gebraucht. Weil es steht jetzt da so richtig ohne Bewegung da, gefühlt. Ja, bei dem ist es auch gut, aber wieder mal der Kopf. Falls es die nächste Gangart überhaupt war. Aber am ganz schnellsten ist es eigentlich okay, nur ich finde, der ist so gerade so. Wie soll es wieder da stehen, so nur, dass sich die Beine bewegen. Aber ja. Sonst finde ich es süß.
wie er bremst, ist auch süß. Oh mein Gott, wie süß, das habe ich ja gar nicht gesehen, wie süß er das macht. Der ist gerade rumgetanzt, geil. Und wie er steigt, finde ich auch süß. Rückwärts laufen ist auch sehr süß. Alter, der tanzt. Ich wusste gar nicht, wie beim Seelenreiten damals. Ich mache übrigens gar kein Seelenreiten mehr. Weil ich einen Runrun habe, weil es eigentlich nicht bringt. Außer XP und ich level eh nicht, von daher. Ja. Oh mein Gott, wie süß. Ich finde es so süß. Aber sieht ein bisschen komisch aus. Meine Freundin hat sich danach gleich auch eins gekauft, aber es ist ein anderes. Dieses Vanillefarbenes. Ich finde das so süß. Oh mein Gott. Und jetzt das, die Stunde der Wahrheit. Das Hinlegen. Ah, mit Schmackes. Ich finde das so süß. Wirklich. Nur was ich blöd finde, es wäre cool gewesen, wenn sie mit Leertaste runtergehen, also zum Liegen. Und wenn man dann nochmal Leertaste drückt, wenn man die aufstehen möchte, dann stehen die auf, anstatt nur so 10 Sekunden, 5 Sekunden unten bleiben. 1, 2, 3. 3 Sekunden unten geblieben. Ja, es wäre cool schon, wenn die es anders gemacht hätten, dass es mit Leertaste runtergeht, also sich hinlegt. Und wenn man dann will, wieder aufsteht. Es wäre nämlich so cool. So süß. Und ich wünschte, man könnte dann auch vom Feld absteigen. Aber so richtig absteigen, dass man so ein bisschen rausgeht, so ein bisschen. Aber natürlich ist das ein bisschen übertrieben. Ich kann wieder mal nicht reden. Und das Springen ist auch süß. Okay, Leute, ich schreibe es jetzt hier hin, weil, ja, sonst dauert es zu lange. Bye, bye.